Herzlich willkommen zu einer weiteren sommerlichen Ausgabe von Promi-Geflüster. Wir sind Backstage hinter den Kulissen bei Mutter Sonntags und an meiner Seite mal wieder der Wolfgang Köpete von der Münchner Zwietracht. Ganz genau, servus Frank, hallo, servus. Die Oktoberfestband schlechthin. Ihr seid wieder heuer dabei? Natürlich, seit 25 Jahren jetzt. Genau, du hast vorhin gerade gesagt, wir müssen gleich auf die Bühne dann. Ja, also sollen wir mal Richtung vorgehen? Genau, jetzt weiß ich nicht, wenn Security sagt, du musst schnell eine Abkürzung nehmen für unser Ding durch. Wir gehen schnell durch. Dann geht es hier schneller, dass du schneller auf der Bühne bist. Was habt ihr denn Neues im Petto? Ja, wir haben jetzt ganz, ganz schnell eine neue Single rausgebracht. Die heißt Baby, heute tanzen wir und da ist heute Premiere und gestern war die zum ersten Mal auch online. Das haben wir ganz schnell gemacht und sind sehr stolz drauf, dass das jetzt auch so schnell gegangen ist. Ja, das klingt doch sehr gut. Also eine Single heißt dann auch, gibt dann bald wieder ein Album. Ja, wir planen natürlich, aber sowas dauert natürlich immer ganz, ganz lange Zeit. Wir haben jetzt erstmal 3 Titel fertig. Es kann auch sein, dass das noch eine Zeit lang, aber gut Dinge braucht Weile, ja. Und wir sind ja ganz fleißig unterwegs, auch jetzt wieder, jedes Wochenende, so im Monatsschritt, circa 10 Mal, wenn wir spielen. Und da ist einfach schwierig, dazwischen drin ins Studio gehen und alles zu machen und so weiter. Das dauert. Aber wir werden sehen, bald, richtig, irgendwann. Aber ihr bereitet euch dann schon so langsam aufs Oktoberfest vor. Wann seid ihr denn wieder wo zu finden? Ja, wir sind natürlich wie jedes Jahr im Marstall auf der Wiesn zu vertreten von 18 Uhr bis 23 Uhr. Okay. Täglich wird da gefeiert und Party abgegeben. Freuen wir uns schon wieder. Wir haben also alle schon wieder unter Dach und Fach. Das bedeutet ja auch immer viel Vorbereitung im Vorfeld, was man ja später dann gar nicht so sieht. Ja. Jetzt im Hintergrund läuft ein bisschen Klassik, wenn man es vielleicht hört. Wir sind, wie gesagt, bei Immer wieder Sonntags. Ist sowas bei euch auch auf dem Programm? Klassik nicht. Also wir haben ganz viel im Programm aus der ganzen Welt. Folklore, Trommeln, brasilianische Musik, afrikanische Musik, Rockmusik, Schunkeln, Kufsteine-Lieder und so. Aber Klassik ganz selten. Doch, doch. Jetzt kommt's. Den Bolero von Ravel haben wir als Ausschnitt irgendwo drin. Okay, jetzt gucken wir mal, wo deine Kollegen sind. Schwirren die hier auch irgendwo rum? Ja, die werden da vorne sitzen. Die schauen wir mal. Schauen wir mal hingehen. Genau. Gucken wir mal. Den wilden Haufen. Jetzt seid ihr eigentlich so die letzten Jahre schon so in der Besetzung geblieben, oder? Ja, wir sind jetzt nun seit zehn Jahren sind wir also in derselben, ja, Besetzung. Ja, okay. Jetzt geht es für euch natürlich langsam auf die Bühne von Immer wieder Sonntags, aber dann im September wieder auf die Bühne vom Oktoberfest. Ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Das ist immer ein Highlight für uns, ja, im Oktober, das Oktoberfest, sagen wir mal, und genau. Ist aber sehr anstrengend. Aber steht man durch, oder wie? Was gibt es für einen Geheimtipp? Also erstens einmal ist es alternativlos. Wir müssen es durchstehen und wir haben natürlich mittlerweile so viel Routine auch, dass wir genau wissen, was wir zu tun haben, um das durchzustehen. Man muss halt solide leben, aber das ist ja für uns überhaupt kein Problem und dann schafft man das. Ja. Haben wir da Andi noch? Der Andi ist auch noch am Start. Servus. Wir dürfen ja jetzt ja niemanden draufbringen, der nicht reingehört, heißt es hier, ne? Wie bitte? Wir dürfen ja nicht filmen, dass irgendwelche andere Leute zu sehen sind. Nee, es ist ja wichtig, dass wir zu sehen sind. Das ist auch richtig, deswegen, ja, da. ihr dürft drauf, natürlich, ihr müsst sogar drauf, genau. Na, würde ich sagen, verabreden wir uns wieder beim Oktoberfest dieses Jahr mal, oder? Spätestens, wir hoffen natürlich, dass du wieder da bist. Richtig. Jeden Tag. Und dann machen wir hier eine kleine Challenge, das haben wir vorhin schon besprochen. Ja, genau, weit hüpfen. Weit hüpfen. Schauen wir. Sack hüpfen. Schauen wir mal, was die Attraktionen hergeben. Genau. Ich überlege mir was. Ne? Und ihr vielleicht auch. Ne? Seiltanz im Zelt. Achso, und da müssen wir natürlich. Der Einzige kommt auch noch. Genau, also da müssen wir ja wirklich mal hier sein Outfit machen, hier, ja, mal. Vielleicht kann mal die Kamera das zeigen. Gibt es das von der Stange? Leider nein. Und oben die Brille, was hat es da damit auf sich? Das war ein Geschenk von einem Fan. Muss ich jetzt natürlich immer aufsetzen, ist ja klar. Ja, gut. Die Brille oder der Hut? Hut habe ich selber. Okay. Ja, gut. Na, mit diesem Outfit kann es ja eigentlich nichts schief gehen mehr. Also frieren tut es mir nicht. Ja, das glaube ich. Gerade jetzt im Sommer, wenn es nächste Woche 30 Grad und mehr gibt. Jetzt dann auch auf der Bühne. Ja, das glaube ich. Wie geht ihr mit dem Sommer um? Du gelassen. Hitzewellen hat es immer schon gegeben, schlechtes Wetter hat es immer schon gegeben, Hagel hat es immer schon gegeben. Es ist einfach so. Alles klar. Machen wir das Beste draus. Den Markt, den letzten, der Trommler. Ach so, ja, dann haben wir alle. Tipp für die heiße Jahreszeit jetzt. Wie geht man mit der Hitze um? Viel trinken ist immer ganz wichtig. Wasser am besten oder natürlich ein schönes Bier. Oder ein Radler. Oder ein Radler, genau. Ja. Kann nicht schaden, ja. Ja.
Genau. Das sind so die Tipps von den Promis zum Thema Hitze. Genau. In diesem Sinne, euch einen guten Auftritt. Dankeschön. Bis dann. Danke. Servus, ciao. Ciao.